Wie konstruiere ich eine Jodelburg mit Zirkel und Lineal? Kürzlich beim Schmökern sind wir auf ein kleines Büchle gestoßen, Faszination orientalischer Ornamente. Und wenn man hier sich diese Muster anschaut und ein bisschen in diesem Büchlein dann auch schmökert, findet man sehr schöne Konstruktionsmöglichkeiten, die alle mit Kreise, Sechsecke und so weiter arbeiten. Mein erster Gedanke war dann, das sieht ja aus wie eine Jodelburg. Also vor allem, wenn man hier mal diese Muster hier anschaut, dann habe ich da einfach sehr viel ja, Überschneidung, sage ich jetzt mal, von der Konstruktionsmethode. Und deswegen habe ich mir überlegt, hier auf dem Papier einfach mal mit dem Zirkel den Grundriss eines Jottendoms zu zeichnen, zu bestimmen. Und dann im Vergleich einmal anzugucken, wie das hier zu sowas aussehen kann. Um eine Jotteburg mit Zirkel, Lineal und Bleistift zu konstruieren, werde ich mir hier erstmal eine gedachte Flucht für diese Jotteburg festlegen mit einem Mittelpunkt. Und dann mir den Maßstab überlege. Ich habe mich jetzt hier entschieden für 30 mm für den Radius einer Jotte. Das entspricht bei 1 zu 100 dann 6 Meter Durchmesser. In der Realität hat die Jotte tatsächlich 6 Meter, 10 im Durchmesser in der Theorie. Aber für die zeichnerische Konstruktion reicht uns 6 Meter Durchmesser hier zum Planen völlig aus. Meine zentrale Jotte, die kann ich gleich mal in ein Sechseck zerlege und mir hier noch sechs Hilfskreise anlege. Und zwar indem ich immer wieder in die Schnittpunkte dieser Kreise in meinem Jottedom sozusagen einsteche. Das sind jetzt noch nicht die sechs äußere Jotte, sondern damit legen wir die Mittelpunkte fest, wo die sechs äußere Jotte sich drum nachher ziehen wäre. Und zwar immer diese Schnittpunkte hier sind jetzt die Mittelmaste meiner äußeren sechs Jotte. Das heißt, ich kann die hier jetzt wieder anschlagen und habe dann die Geometrie meines Jotte-Doms grundlegend schon mal festgelegt. Das Interessante an dieser Konstruktionsmethode ist allerdings, dass ich jetzt auch sämtliche Abspannpunkte, Punkte, wo die Stange stehen und so weiter, alles schon mal festlegen kann und da dann schön dran weiter konstruieren kann. Ihr seht, was hier in der Mitte entsteht mit dieser Blüte. Das ist die Blume des Lebens, wenn ich dieses Spiel weiter treiben würde. Entspricht also der eben diese orientalische Ornamente von der Grundkonstruktion mit Sechsecke und Kreise. Was wir noch tun wäre, ist jetzt eine weitere Fluchtlinie einzuzeichnen. Da können wir jetzt über diese zwei Schnittpunkte hier die weitere Flucht einlegen und dann auch alle weitere Linien, die ich jetzt als Hilfskonstruktion nachher noch brauche, jeweils über die Schnittpunkte von meiner Jotte. Und zwar kann ich hier immer über die Mittelpunkte gehen. Die Linie brauche ich nachher, um noch Abspannpunkte bzw. um die Zwölfecke in der Jotte definieren zu können. Das sind jetzt eine ganze Menge Hilfslinien, die wir hier eintragen können.
So, jetzt haben wir schon mal unsere Jodelburg, die können wir jetzt definieren. Dazu nehmen wir jetzt hier diesen Stift und male jetzt zuerst mal unseren Jodeldom in der Mitte mit seine 12 Ecke hier ein. Die erste Jurte ist drin. Kleine Fehler stören uns nicht hier für diese Demonstration. Wenn wir jetzt mit der äußeren Jurte anfangen, die hier einzuzeichnen, dann fällt uns auf, dass wir hier schon die erste Überlappung hier konstruieren. Das ist einfach deswegen, weil ich 6 Ecke kann ich nahtlos aneinander bauen. Beim 12-Eck habe ich einfach die Stelle, wo der Stoff überlappt. Da muss ich mir nachher, wenn ich konstruiere, einfach überlege, wo dieser Stoff hinkommt. Das Schöne daran ist, dass der Stoff viel geduldiger ist als dieses Papier und ich das alles entsprechend dann auch wegtütteln kann, meistens. So, jetzt machen wir die nächste äußere Jurte. Auch da die Überschneidung zum Dom. Und die Überschneidung dann hier in der äußeren Jodeldächer. Hier ist das noch am einfachsten, weil diese Überschneidung ziehe ich nachher als Haifischflosse einfach nach oben raus. So, die Jodeburg ist schon mal ganz gut zu erkennen. Ich kann hier schon Mittelpunkt, Stange vom Dom, Aufstellstäbe für die einzelnen Jode ganz gut erkennen. Wir gehen jetzt aber noch einen Schritt weiter und legen noch die Heringe außenrum fest. Da ist jetzt allerdings die Frage, wie hoch baue ich meine Jodeburg nachher, weil idealerweise haben die Heringe den Abstand. Den gleichen Abstand wie die Seitewände hoch sind. Und wir werden jetzt hier dieses Maß hier nehmen, vom Mittelpunkt aus bis zu diesem Punkt. Da haben wir ungefähr 5 Meter, das heißt 3 Meter ist der Durchmesser von meiner Jurte und 2 Meter. Nee, das stimmt nicht ganz. Das ist zu viel. Ich muss es kürzer nehmen. Messen wir es hier ab. Also ich nehme jetzt bei einer Seitewandhöhe von 2 Meter Höhe, brauche ich einen Kreis mit 5 Meter Durchmesser vom Mittelpunkt hier weg. Dann habe ich meine Heringspunkte, die ich dann hier aufschlagen kann. So. Jetzt kann ich Abspannpunkte für die Heringe festlegen. Das sind eine ganze Menge. Und zwar, wenn ich jetzt einfach mal hier anfange, ihr seht hier die Linie, das hätte man jetzt sauberer konstruieren können, dann würde die sich alle hier treffen. Und immer hier auf diesem Punkt, das sind meine Abspannpunkte. Hier von der Seite raus zu es und von der Seite raus zu es, würde ich immer empfehlen, obwohl es sich in einem Punkt treffen sollte, zwei Heringe auch zu setzen. Und dieser hier eben nicht auf der normale Flache ausgespannt, sondern die Ecke wird eher tief zum Boden runtergespannt. Da gehe ich etwas näher an die Konstruktion ran. Auch hier meine normale Abspannpunkte, jeweils an der Schnittpunkte setze ich eben zwei und den anderen etwas näher ran hier. Das kommt auch bei der Heringe nicht auf 20 cm an. Das steckt die Konstruktion dann schon auch gut weg.
So, das sind meine Abspannpunkte für die äußere Seite. Dann muss ich mir noch überlegen, ich habe auch diese 12 Ecke hier, wo ich raus muss. Die hier, die jeweils quasi in der Höhe sind, da spanne ich nochmal 12 mit 12 Schnüre, gehe ich hier nochmal raus, jeweils von der Mitte über diese Ecke, sodass es hier fluchtet und gehe hier auch raus. Hier kommen wir wieder raus. Hier kommen wir raus. Auch hier muss ich die Abspannpunkte so weit draußen wählen, dass ich quasi über die Dächer entsprechend drüber wegkomme. Das hängt jetzt auch davon ab, wie hoch ist die Seitenwand vom Dom, wie hoch sind die Seitenwände von der einzelnen Jorde. Hier waren wir noch. Genau, die rosa sind die Domabspannpunkte. Und dann haben wir noch eine Mastsicherung, die wir brauchen. Das heißt, dieser Mast hier sollte eigentlich in drei Richtungen abgespannt sein. Und da würde ich fast vorschlagen, die relativ flach auch nach außen zu ziehen und jeweils über eine Innenecke, da wo zwei Jorde zusammenkommen, über diese Innenecke nachher rauszugehen und da meinen Abspannpunkt für die Domspitze da noch hinzulegen. Das gleiche in 120 Grad Abstand, das ist diese Linie hier, wo ich hier drauf gehe und nochmal in diese Richtung. Das heißt, ich habe dann diesen Mittelmast in diese drei Richtungen hier dann auch abgespannt. Um hier nochmal die Stoffstücke, die als Haifischflosse nachher nach oben gehen, nochmal einfach zu zeigen, diese Überschneidung. Die nehme ich auch hier jeweils an der Ecke zusammen und ziehe sie nach oben raus. Hier fehlen uns noch zwei Überschneidungen hier, sehe ich gerade. Wobei diese mittlere Jotte hier nachher ihre Form behält und mir diesen Stoff quasi wieder nach innen in der Jodeburg dann hochziehen. So, um jetzt die Abspannpunkte nochmal zu verdeutlichen. Ich habe hier immer vom Hering über die Schnur, über die Ecke an der Jotte, quasi quer über die ganze Konstruktion hinweg wieder meinen Punkt, den ich hier verbinde. Oder halt auch über Teile der Konstruktion. Also auch diese Schnur von diesem Hering über diese Ecke fluchtet wieder quasi zu ihrem Partner auf der anderen Seite. Und so habe ich hier für jedes Stück sein Pendant auf der anderen Seite dann. Das kann man jetzt einfach hier für die ganze Jotte noch zu Ende bringen. Wichtiger sind, wie gesagt, die vom Dom noch die Abspannpunkte. Das sind jeweils diese Ecke hier, wo meine Seile nachher dann rauszugehen. Da ist auch interessant, wie gesagt, wie weit die nachher draußen sitzen, um auch selbst über die Konstruktion hinweg ragen zu können. Und dann die Mastsicherung, die hier aus der Mitte rausgeht, die quasi nochmal so
nachher dann über der ganzen Konstruktion drüber sitzt. Vielleicht müssen wir die einfach noch mal mit einem anderen Stift malen, dass man das etwas deutlicher sieht. Also das sind unsere Mastseile hier. Ja, ich sage Dankeschön für die Geduld, die ihr mit mir habt, wenn ich hier zeichnerisch eine Jüterbog konstruiere. Ich denke, es werden sich sicherlich viele Fragen aufgetan haben. Die lasst uns unten in der Kommentare da, sodass wir euch die auch entsprechend beantworten können. Und wenn es euch gefallen hat, lasst dann Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt. Und wenn es selber ans Konstruieren geht und ihr habt Frage, dann kommt einfach auf uns zu. Wir helfen euch gern. Wir haben auch die Möglichkeit, in 3D zu konstruieren. Vielleicht zeigen wir euch das auch nochmal in einem der nächsten Videos. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Ralf von Jotterland.